Ja, hier nochmal ein kleines Update zum Thema Beziehung und so weiter. Ja, also ich versuche jetzt wirklich mehr auf das Positive zu achten. Ja, sollte ich vielleicht insgesamt mehr versuchen, aber ja, natürlich, wenn man die negativen Sachen einfach ignoriert, dann ist das keine gute Sache. Ja, jedenfalls bin ich dabei, jetzt mehr in dem Blumenladen da so ein bisschen aktiv zu sein, also präsent zu sein vor allem, dass halt so auch ich so ein bisschen als Publikumsmagnet da fungiere sozusagen, dass ich da so ein bisschen die Leute anlocke, weil das, was wir eigentlich hauptsächlich brauchen, sind eigentlich Kunden sozusagen. Also Blumen haben wir ja auch schon eine ganze Menge, jetzt brauchen wir nur noch viele Leute, die kaufen dann. Ja, also sonst so mache ich auch so ein bisschen Kleinigkeiten, ein bisschen dies, ein bisschen das. Also ich habe da auch schon, genau, ich habe es auch schon mal selber eigenständig da was gepflanzt von hinten, diese Bäume da. Ich glaube, das war eine Avocado und eine von dieser erdbeerähnlichen Frucht. Also die sieht so aus wie eine Erdbeere, ist aber keine. Die hat so eine harte Schale. Ich vergesse immer den Namen. Ja, davon gibt es eine ganze Menge im Kompost. Die finde ich dann da, wenn die so aufgehen. Ja, die habe ich dann schon selber eingepflanzt und boah, sieht eigentlich ganz gut aus an diesem Polybag. Ja, dann mache ich halt so ein bisschen dies, bisschen das, gucke ich ein bisschen darum, wie die Töpfe so stehen, wie die Pflanzen so stehen, ob die irgendwie ein bisschen verbogen sind oder ineinander so eingequetscht oder so. Dann schiebe ich die so ein bisschen auseinander, dass sie alle Luft haben und so weiter und alle gut aussehen. Bisschen hin und her rücken und so und ja, ein bisschen sauber machen, ein bisschen den Boden sauber machen und so weiter, trocken machen. Dass die Leute da vernünftig langlaufen können, dass denen das nicht so eklig ist, hatte ich gerade das Christiana schon mal so als Empfehlung gegeben, dass man da möglichst das halt sauber hält, so, weil das ist mit den Blumen halt immer so, meistens immer so ein bisschen matschig und wässrig so. Und also ich persönlich finde das halt total blöd, so wenn ich irgendwo einkaufen gehe, zum Beispiel mit dem Auto und habe da meine Sandalen an irgendwie und das ist eigentlich trocken draußen. Und ich komme da irgendwie in so ein matschige, muss da durch so eine matschige Pampe irgendwie durch in dem Laden. Das finde ich eigentlich nicht so gut. Deshalb habe ich Chris mal den Tipp gegeben, dass man da, dass wir das so gut wie möglich sauber halten, dass die Leute sich da nicht irgendwie komisch fühlen. Oder das halt beim nächsten Mal dann sich denken, so, naja, das war mir irgendwie so komisch, da gehe ich lieber woanders hin. Ja, das versuche ich jetzt verstärkt zu machen, da also mindestens ein paar Mal am Tag da irgendwie draußen aufzutauchen, da so ein bisschen rumzuflitzen und ein bisschen dies und das zu machen. Dann wollte ich mich jetzt damit auch beschäftigen, wie man noch die Pflanzen noch verbessern kann mit diesen Mikroorganismen, effektiven Mikroorganismen oder andere Sachen sozusagen, dass man den Boden verbessert, die Blätter noch ein bisschen schöner macht, so dass man die vielleicht abwaschen kann, weil die sind zum Teil irgendwie so staubig und so. Und auch den Boden, der wird so von Moos so bewachsen und dass man das vielleicht so ein bisschen durch so gute Bakterien dann noch verbessern kann, dieses Klima, sage ich mal, dass es nicht so unangenehm riecht, sondern vielleicht angenehm riecht. Genau, vielleicht kriegt man das hin. Ja, das könnte sein. Naja, jedenfalls läuft das heute irgendwie so seinen Gang. Die Christiana ist in Schirebon, die kümmert sich um das Visum. Ach so, genau, da fällt mir noch ein, das wollte ich auch noch sagen. Also Chris hat mir jetzt schon öfter mal so als Vorwurf gemacht, sozusagen, dass sie sich ja um das Visum kümmert. Und dann hat sie mich sozusagen da als ja, schlecht dargestellt. Weil sie das halt macht. Das ist eigentlich auch so eine komische Sache. Ja. Also ich mache irgendwas und dann ist der andere dadurch schlecht oder was. Das ist doch auch völlig Quatsch, völliger Quatsch. Ja, jedenfalls hat sie das öfter als Argument genommen, so, dass sie halt das macht mit dem Visum. Und naja, also wir waren jetzt in Bali und haben dort geheiratet vor ein paar Wochen. Und das war halt eigentlich auch hauptsächlich wegen dem Visum, ja, dass wir das Visum nicht mehr so oft irgendwie verlängern müssen und so weiter, weil das halt total nervt und so, wenn wir da ständig zur Immigration fahren müssen, das ist stundenlange Fahrt und so und Aufwand und so weiter. Das wollten wir halt reduzieren, verkürzen und so. Deshalb halt die Hochzeit und so weiter. Naja, jedenfalls haben wir da wohl anscheinend irgendwie so ein bisschen den Überblick verloren. Ich hatte mich mehr oder weniger darauf verlassen, dass Christiana sich darum kümmert und dass das dann im Prinzip auch erledigt ist, nachdem wir da geheiratet haben und so, dass sie sich da um die Papiere kümmert. Und jetzt haben wir irgendwie so 3 Wochen, 3, 4 Wochen später oder so,
hat sich wohl irgendeine Person gemeldet, ich weiß jetzt nicht genau, welche Person, irgendwie so nebenbei hat sie da irgendwie so gefragt, ob wir das denn schon irgendwie fertig gemacht haben oder irgendwie so mit dem Visum. Also man musste wohl das Visum trotzdem noch verlängern, obwohl wir schon irgendwie da die, mit der Hochzeit, mit den Papieren das gemacht hatten und so. Aber das Visum war wohl, hatten wir eigentlich irgendwie so gedacht, dass wir das schon fertig hatten, aber das war wohl noch nicht bestätigt oder so. Man musste dann nochmal zur Immigration hin und das dann mal durch stempeln lassen oder irgendwie so. Naja, und das hatten wir irgendwie verschwitzt wegen dem ganzen Stress und der ganzen Hochzeit und dies und das. Und naja, wie gesagt, ich hatte mich da eigentlich ja, auch mehr oder weniger auf Christiana verlassen, dass das irgendwie, dass sie sich dann darum kümmert. Naja, und jetzt hatte die, diese Person dann uns da irgendwie mitgeteilt, wir sollen jetzt irgendwie insgesamt 1200 Euro umgerechnet an Strafgeld zahlen, so, weil wir halt irgendwie 3 Wochen zu spät uns da bei der Immigration melden. Ja, war mal halt voll der Schock so und ja, dann habe ich halt irgendwie so vorgeschlagen, naja, dann das ist ja irgendwie ziemlich blöd, aber lass doch einfach mal versuchen, dort mit denen zu sprechen, dass wir so schnell wie möglich uns da mit denen in Kontakt setzen und dann versuchen, dass wir das halt irgendwie ja, so niedrig wie möglich kriegen oder dass sie das halt dann vielleicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen oder so irgendwie. Weil ich kenne das halt aus Deutschland zum Beispiel, da gibt es halt irgendwie, weiß ich nicht, da zahlt man 20 Euro oder so und an glaube ich, an Strafgeld oder so, wenn man sich beim Ummelden oder so falsch zu spät meldet. Kann sein, dass es mehr ist oder so, aber irgendwie so ist es ein relativ geringes Geld. Und das liegt auch so ein bisschen im Ermessensspielraum des, oder was heißt ein bisschen, also vielleicht auch voll im Ermessensspielraum des Sachbearbeiters, hatte ich so den Eindruck zu. Also vor ein paar Jahren war das so, ich weiß nicht genau, in welcher Stadt das war. Spielt doch jetzt nicht wirklich so die Rolle. Jedenfalls hatte ich das so verstanden, dass die da im Prinzip die Kontrolle und die Macht darüber haben, demjenigen die Gebühr abzuknöpfen oder eben auch das einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Und von daher hatte ich gedacht, naja, okay, das können wir vielleicht hier auch irgendwie probieren. Und also das ist schon ziemlich fett. Also ihr müsst hier, weiß ich nicht, 100 Euro, 100, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht 100 Euro am Tag musst du zahlen oder mehr sogar, theoretisch. Also 1 Million ist, glaube ich, mehr, 130 oder weiß ich nicht genau. Jedenfalls schon voll viel. Ja, also wenn du jetzt ein Jahr lang zu spät kommst, dann hast du halt da ja, viele, viele tausend Euro an Schulden sozusagen, an Strafe zu zahlen. Und das ist schon ganz schön, ja, also, ja, frech, also nicht frech ist es nicht, es ist eigentlich ja, es ist Raub halt sozusagen. Also die machen irgendwelche Regeln für sich selbst, ja, sozusagen, und du musst dann einfach nur noch zahlen, ja. Also das ist ja kein Vertrag oder so, dass ich, obwohl man beim Vertrag auch oft irgendwie unter Druck steht, wenn man in der schwächeren Position ist, aber das ist ja nicht mal ein Vertrag, das ist ja einfach, ja, du gehst hier in dieses Land und dann halt, wenn du dieses Kleingedruckte da irgendwie überlesen hast oder irgendwie im Eifer des Gefechts irgendwas vergessen hast, dann musst du zahlen, 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 ja, obwohl du einfach nur existierst, ja, also fürs Existieren musst du dann halt irgendwie tausende Euro da an Strafe zahlen. Ja, wir konnten das dann, oder beziehungsweise diese Person, diese Kontaktperson hat das dann irgendwie ungefähr auf die Hälfte, glaube ich, reduziert, diesen Betrag, mit irgendwelchen Methoden, Tricks oder so. Und naja, ich fand das jetzt nicht so toll, dass das halt immer noch so mehrere hundert Euro sind, also keine Ahnung, 600 Euro oder so. Ja, aber immerhin besser als das Doppelte. Naja, und dann hat ja, die Chris halt gesagt, ja, dass ich das dann halt bezahlen soll. Ja. So, jetzt kann ich das dann auch noch bezahlen von meinen letzten Kröten da, die ich dann noch irgendwo angelegt habe sozusagen. Da muss ich jetzt meine Investments sozusagen für auflösen, die jetzt gerade zu einem sehr ungünstigen Preis, die jetzt gerade einen sehr günstigen Preis haben, dass ich da starken Verlust mache sozusagen. Ja, also so ist das. Die Chris hat irgendwie einen Kredit jetzt bekommen für ihren Laden und so weiter und ja, da hat sie jetzt alles irgendwie in die Blumen gesteckt und einen Teil will sie natürlich auch noch zurückbehalten als Sicherheit und so. Kann ich auch alles verstehen, aber dass ich jetzt da halt für zahlen soll, ist halt wieder mal so ein typisches Zeichen. So, der Stefan, der muss dann am Ende alles zahlen, ja. Also ich habe mich, wie gesagt, eigentlich mehr oder weniger darauf verlassen, dass sie sich darum kümmert. Und
am Ende zahle ich halt. Ja. Das ist halt, war halt in der Vergangenheit halt immer so, als ich halt noch mehr Geld hatte sozusagen. Naja, und hat sich im Prinzip nicht wirklich was geändert, ja. So ist das halt. Also es wird halt irgendwas verzapft, ja. Und ich kann es dann zahlen. Ja, und dann hatte ich jetzt gerade mit ihr noch ein Gespräch im Auto. Die war jetzt im Auto, sind wieder auf dem Weg zurück. Und da mein Essen alle ist heute alle wird, muss ich morgen wieder Neues holen auf dem Markt. Und hatte jetzt gerade mal nachgerechnet, ich hatte 62.000 IDR verbraucht. Also das ist mega wenig, das sind irgendwie 3 Euro oder sowas. Nee, ich glaube noch weniger. Oder? Ja, irgendwie 3 Euro oder so, also voll wenig. Nee, ich glaube ein bisschen mehr als 3, ich glaube, ist egal, irgendwie so 3-4 Euro, sagen wir mal, ja. Also voll wenig für 2 Tage. Ja, und da war ich halt voll happy so, aber ich habe mir gedacht, na okay, ich muss jetzt morgen, dann brauche ich wieder was. Das, wenn ich jetzt genauso viel wieder kaufe, dann reicht es gerade noch so mein Geld, aber das, ich will eigentlich mehr kaufen, weil das war irgendwie zu wenig, das hat jetzt nur für 2 Tage gereicht und ich war auch voll durch den Wind und so und konnte mich da gar nicht richtig konzentrieren beim Aussuchen und so, deshalb habe ich eigentlich relativ wenig gekauft, aber auch relativ teure Sachen, also mal sehen, vielleicht komme ich beim nächsten Mal auch wieder ganz gut weg, so vom Preis her. Ja, ich habe sogar noch für Christiana extra so ein, ich sag mal, Fastfood-Süßkram dazu mitgebracht. Den hatte sie sich extra bestellt, ja. Und obwohl sie mich da schon halb gekillt hat an dem Tag, habe ich ihr das trotzdem noch mitgebracht. Ja, und dann komme ich zurück und dann sagt sie, ja, das ist aber das Falsche und das will ich nicht. Und hat es dann hingeschmissen, so auf den Tisch so. Und ja, dann hatte ich das halt quasi umsonst mitgebracht. Und ein paar Stunden später waren dann halt die Fliegen, haben sich drüber hergemacht und das war dann halt sozusagen für den Müll. Ja, da habe ich doch nochmal mich extra für bemüht, extra dran gedacht und extra mich drum gekümmert, da an mehreren Ständen geguckt nach diesem Essen, gefragt und hin und her und eingekauft und habe mich dann eigentlich noch voll geärgert, weil der hat diese Dinger da halt mega heiß, der hat die halt kochend heiß in diese Plastiktüte da, also so eine ganz normale dünne Plastiktüte da geschmissen. Sehr lieblos auch und ich denke mal, wenn man so ganz heiße Sachen mit diesem Plastik in Kontakt bringt, dann kann das auch sein, dass sich da irgendwie die Chemikalien irgendwie rauslösen und dass das dann ins Essen übergeht und so. Also ist alles nicht so toll. Und wie gesagt, rausgeschmissenes Geld für irgendwie so eine wahrscheinlich relativ ungesunden Sachen. Ja, so ist das halt mit der Chris. Ja. Ich habe mir extra Mühe gegeben und ich kriege dann halt wieder so eine Ohrfeige sozusagen. Im Prinzip so, ja, hast du falsch gemacht und ich will das nicht und da ist ja Schokolade drauf oder irgendwie irgendwelche Beschwerden kamen da halt. Ich habe mir halt, sie hat mir ein Foto geschickt und einen Name und ich habe mir das halt genau im Internet nochmal recherchiert, ja, was das ist, wie das aussieht und so, damit ich das auch wirklich finde, weil das sieht alles irgendwie so genauso aus, so ein frittiertes Zeug irgendwie. Ja, ich habe dann extra nachgefragt bei diesem Typ, der das da verkauft hat, ob das das ist, dieses Ganjin oder so. Naja, der hat halt gesagt, ja, Ganjin und so. Und ich gedacht, ja, sieht genauso aus und im Prinzip ein bisschen anders irgendwie, ein bisschen kleiner, als ich eigentlich dachte und so. Aber ja, im Prinzip auf dem Foto sieht man ja auch nicht, wie groß das ist unbedingt. Ja, habe die dann halt gekauft, so viel, dass es für 2 Leute vielleicht reichen würde, so knapp 10 Stück irgendwie von dieser Sorte. Die waren relativ klein. Naja, jedenfalls... Undank ist der Weltlohn, kann man da wieder mal sagen. Und dann hatte ich, wie gesagt, jetzt ein Gespräch mit ihr am Telefon und sie hatte dann, ich wollte nochmal mit ihr sprechen, dass ich morgen sozusagen wieder ein bisschen Bargeld brauche. Und ich hätte mir das vielleicht auch hier irgendwie aus dieser Dose für den Laden irgendwie nehmen können, aber da macht sie vielleicht Buchführung und so weiter und keine Ahnung. Ich wollte jetzt nicht einfach irgendwie was rausnehmen und dann das da irgendwie durcheinander bringen, die Rechnung und so. Ja, deshalb habe ich mit ihr gesprochen und habe sie nochmal gefragt so, und habe ihr gesagt so, ja, du, ich würde morgen so 100 IDR, also zweimal 50 irgendwie IDR, 250er, damit man halt nicht so ein großes Geld hat, 250er mitnehmen. Und dann ging bei ihr gleich, kam gleich von der anderen Seite, ja, nee, das geht gar nicht, 250 irgendwie geht gar nicht irgendwie. Also sie hatte irgendwie schon die Ohren wieder auf Alarmstufe, auf Empfang so, hat irgendwie was falsch verstanden, hat 250 verstanden
und hat dann auch aber auch gleich wieder diese Art und Weise an den Tag gelegt, wie ja, nee, hier kannst du vergessen und so, ja. Also ich das war eigentlich keine, wieder mal, es ist halt keine Diskussion, ja, das ist eine, eigentlich eine Ansage sozusagen, dass ich Geld benötige und wie viel, ja, und das, da geht es jetzt nicht darum, ja, darf ich oder darf ich nicht, sondern halt, ich brauche das und das will ich jetzt besprechen, damit das halt funktioniert, ja. Und sie macht mir dann gleich wieder irgendwie so ein, schreit mich dann da gleich so halb an, übers Telefon, so, ja, das geht aber gar nicht irgendwie und so weiter. Ja, hat irgendwie 250 verstanden und dann auch gesagt, dann habe ich gesagt, ja, nee, so viel ist es ja nicht, also es ist ja nur 100 und so. Und so, dann hat sie sich wieder irgendwie so ein bisschen beruhigt und so. Aber im Prinzip haben wir das Gespräch, dann habe ich das Gespräch dann auch erstmal vorsorglich beendet, damit wir uns nicht irgendwie weiter streiten und damit sie sich erstmal ein bisschen beruhigen kann und so. Ja, aber es ist halt nach wie vor von jetzt auf gleich auf 180 so. Und dann halt in dieser, ja, negativen Haltung so, dass das halt, ja, nee, kannst du vergessen und so und kriegst nicht und so, ja, also diese Art und Weise ist halt wirklich, ja, vielleicht hat sie das von mir gelernt oder so, ja, weil ich halt oft auch im Prinzip auch so reagiere, aber im Prinzip eigentlich nur so, wenn halt irgendwelches Zeug halt gekauft wird, ja, was weiß ich, die will sich irgendeine Wandfarbe kaufen für 150 Euro den Eimer oder so. Da sage ich, ey, nee, stopp, das geht jetzt nicht. Wir müssen jetzt hier gucken, dass wir, was weiß ich, irgendwie die Wasserleitung reparieren oder so oder irgendwelche ganz, ganz lebenswichtigen Sachen erledigen. Ja? Und da können wir jetzt nicht irgendwie auf Dekoration irgendwie so einen Haufen Geld ausgeben, ja, und so weiter. Also es ging halt zum Beispiel hauptsächlich irgendwie auch um Innenfarben beispielsweise, ja, dass halt dekorativ irgendwas gemacht wird. Und ja, das... so leicht den Faden verloren. ja, so ist das. Und ja, dann denke ich mal, werde ich da weiter dran arbeiten, positiv zu denken und versuchen, da die Chris auch abzuholen und auch mit ihr in eine positive Richtung zu gehen. Und ja, wenn ihr Kommentare habt, dann schreibt die gerne rein. Ich nehme gerne konstruktive Kritik und Anregungen entgegen. Und dann wird das hoffentlich bei den nächsten Videos immer positiver. Okay? Achso, ja, ich mache kleine Info. Gehört jetzt zwar nicht wirklich zum Thema. Ich mache jetzt drei Mahlzeiten am Tag oder so ungefähr ein bisschen mehr als vorher, weil ich habe gemerkt, ich nehme doch echt krass ab. So. Also meine Muskeln verschwinden sozusagen. Wahrscheinlich auch durch den Stress, aber auch durch die zwei wenigen Portionen sozusagen. Wenn ich jetzt nur Salat esse und so, dann merke ich schon so, die Muskeln, die restlichen Muskeln, die ich noch habe, die verschwinden dann so ziemlich schnell. Deshalb versuche ich jetzt darauf zu achten, ein bisschen mehr zu essen. Ja, wollte ich noch so nebenbei mal sagen, aber das war jetzt eigentlich nicht wirklich zum Thema, aber jetzt wisst ihr Bescheid. Okay, liebe Grüße, bis bald, ciao.